willkommen zurück zum Mangaka.de Zeichenkurs. Ich bin Rebecca Jeltsch und ich erkläre euch diesmal, wie man am PC eine Skizze nachzeichnet. Wenn man seine Outlines nachzeichnen möchte am PC, dann ist dafür ein Grafiktablett unersetzlich. Ich selber arbeite mit einem Wacom Intuos 4. Es gibt aber auch günstigere Alternativen, die vielleicht nicht ganz so genau sind, aber leichter erschwinglich. So, zum Nachzeichnen der Outlines bearbeite ich zuerst den Scan, weil ich hinterher erkennen möchte, welches die neuen sind und welches die alten sind. Deswegen gehe ich über Bild, Korrekturen, Farbton und Sättigung, Färben und färbe die Outlines ein. So, damit ich hinterher erkennen kann, welches die neuen und welches die alten sind. So macht das Ganze ein bisschen heller und farbiger. Das kann man natürlich auch dann machen, wenn man gerne farbige Outlines haben möchte, zum Kolorieren. So, okay. Dann schließe ich die Ebene mit diesem Schlosszeichen, damit ich da nicht aus Versehen auf der falschen Ebene zeichne. So, jetzt bin ich auf der Ebene neue Outlines und suche mir eine Outline-Farbe aus. Dafür nehme ich einen Grau-Braunton. Ja, so, nicht ganz so dunkel, so. Okay, und einen Pinsel. So. Pinsel, da nehme ich einen, der über Druck dicker oder dünner wird, wie dieser hier. So, habe ich den? So, okay. Man kann die Größe von dem Pinsel hier verändern oder ich mache das, also ihr habt das jetzt gesehen, es geht hier so. Ich mache das über mein Grafiktablett, das hat da so einen Regler für. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, in der ich erkläre, wie man die Grundfarben aufträgt.